1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich freue mich auf eine neue Woche mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Montag. Montag ist eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Petra. Petra ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Petra, da ist bei dir auch noch ein Franz, stimmt das? Ja, der ist hier. 44. Ja, genau. Weswegen habt ihr angerufen? Ja, ich wollte das eigentlich mal kundtun, oder wir wollten das, dass wir ein Doppelleben führen und schon seit 14, knapp 15 Jahren in den Swingerclub gehen. Mhm. Und dass das eigentlich total mega geil ist und total viel Spaß macht. Was heißt denn Doppelleben führen? Ja, weil wir sind eigentlich eine ganz normale Familie. Mhm. Also ihr seid ein Ehepaar? Ja, genau. Ihr habt Kinder? Wir haben zwei Kinder, ja. Wie alt sind die Kinder? Bitte? Wie alt sind die Kinder? Die Große ist 13 und der Kleine ist 10. Ja. Die wissen von diesem Doppelleben nichts? Nein, um Gottes Willen. Also eine ganz normale, brave, sagen wir vielleicht mal biedere Familie. Ja, ne, auf brave der Eltern. Ganz brave Eltern. Alles völlig normal. Ja. Aber auf der anderen Seite lassen die Eltern dann auch gerne schon mal die Sau raus. Ja, genau. Seit 14, 15 Jahren. Ja, genau. Da lassen die Eltern es richtig krachen. Ja, genau. Ich war 18. Du warst 18? Als ich das erste Mal in den Swingerclub gegangen bin. So früh? Ja. Ich denke immer, in den Swingerclub gehen nicht so ganz junge Leute. Doch. Also wenn man heute schaut, es ist eigentlich sehr viel junges Publikum, ja, aber auch reifes Publikum, also wirklich total bunt gemischt. Also seit 14, 15 Jahren betreibt ihr das. Wie lange kennt ihr beiden euch? Ich war 16. Oh, aha. Also eine ganz lange Verbindung schon. Ja, ja, genau. Aber dennoch habt ihr dann ja früh mit dem Swingerclub angefangen. Genau, ja. Warum? Ja, es war halt einfach mal so, dass eben der Franz, der ja 10 Jahre älter ist und natürlich auch reifer ist, da mal so eine Frage gestellt hat, ob man das nicht einmal machen könnten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht und so. Ehrlich, und hast du damals so als junges Mädel da so locker drauf reagiert? Hätte ja auch sein können, dass du sagst, um Gottes Willen, da gehe ich nie im Leben hin. Was soll ich da? Nein, das würde ich nicht sagen. Es war irgendwie aufregend, würde ich sagen. Ja. Hatte er denn schon Erfahrungen mit Swingerclub? Nein, er war eigentlich nie. Also er hat dir im zarten Alter von 18 den Vorschlag gemacht, gehen wir mal dahin. Ja, genau. Und wie war das erste Mal? Also das erste Mal oder sagen wir mal die ersten Jahre, da war das eigentlich oft so, dass man eigentlich nur sehen, da war eigentlich nur das Sehen und Gesehen werden. Ach so, da habt ihr nichts gemacht? Also nur wir zwei, sagen wir nur mal. Nur ihr beiden, ach so. Aha. Ihr habt euch so heiß gemacht, indem ihr dazugeguckt habt? Ja, zugeguckt und dann natürlich schon auch gepoppt, würde ich sagen, ja. Aber dann immer ihr beiden alleine? Ja, genau, die ersten Jahre. Ah ja. Aber das ist natürlich jetzt alles anders, wie ich euch kenne jetzt schon, oder? Ja, da geht es so rundherum, also, ne, kreuz und quer. Ja, das hat eigentlich Jahre gedauert und ja, sagen wir mal so 3-4 Jahre oder was, dann haben wir auch Partnertausch betrieben. Ach so. Und das ist eine tolle Sache. Ja, also uns gefällt es. Ja. Gib mir mal eben den Franz, wir reden gleich weiter, Petra. Ja, einen Moment. Ja. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Franz, schön, dass du da bist. Ja. Das ist ja eine ungewöhnliche Sache, was ich da gerade höre von euch. Ja, ne, so es ist etwas ungewöhnlich, aber uns gefällt es gut und wir ist ein sehr schöner Ausgleich für uns. Ja. Und wenn wir einen Abend oder eine Nacht im Swingerclub waren, dann ist es in 90% der Fällen so, dass wir, wenn wir nach Hause gehen, zufrieden sind mit uns.
ja. und der Welt. Wie, das können nicht viele sagen, wenn ja. die irgendwo waren, dass man mit sich und der Welt zufrieden ist. Ja. Wenn man nicht aus dem Swingerclub. Keine schlechte Sache. Wie oft geht ihr in den Swingerclub? Die letzten Jahre gehen wir eigentlich fast jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Also wir lassen fast kein Wochenende aus. Und Petra hat es gerade schon gesagt, wir führen ein richtiges Doppelleben. Ja. Das ist wirklich völlig geheim. Das weiß niemand, auch von euren Freunden, nicht? Das wissen von unseren normalen Freunden, sage ich jetzt mal, nur ganz wenige Auserwählte, vielleicht zwei oder drei, die ja. das wissen, denen wir das mal so erzählt haben, ja. oder die wir zufällig auch im Swingerclub schon mal getroffen haben. Ja. Kann natürlich auch passieren. Dann ne? sind das aber keine normalen Freunde mehr, dann sind es praktisch schon Swingerfreunde. Klar. Aber ansonsten weiß das eigentlich niemand, nein. Und die anderen Leute, die Verwandtschaft, die nee. Nachbarn oder so, die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würden. Da weiß niemand etwas. Dass die braven Leute, der Franz und die Petra, genau. so Schweinereien machen, das gibt's doch gar genau. nicht, ne, würden die denken. Ja. Sag mal, Franz, würdest du sagen, dass eure Sexualität, eure gemeinsame Sexualität, durch diese Ausflüge in den Swingerclub immer wieder auch belebt wird und vitalisiert wird? Ja, mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Also wir sammeln da sehr viele Erfahrungen und man lernt eben sehr viele Paare oder auch einzelne Männer kennen. Ja. Und da kommt man immer wieder auf neue Sachen, die man vorher noch nicht ausprobiert hat. Man wird immer wieder stimuliert, etwas Neues auszuprobieren und dass es nie langweilig wird bei uns. Aber ihr schlaft auch alleine noch zusammen, zu Hause. Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist dann nur noch so ein Schmankerl dazu quasi. Genau. Genau. Also, du sagst fast jedes Wochenende. Wie lange haltet ihr euch dann in dem Swingerclub auf? Ja, wir sind meistens bei den Ersten dabei, die kommen, und bei den Letzten, die gehen. Ja, ja, was heißt das? Wann geht's los? Um 6 Uhr abends oder nachmittags? Normalerweise, also am Wochenende abends geht es um 20 Uhr los. Ja? Und es dauert dann meistens so bis 3 Uhr, bis 4 Uhr morgens. Ja. Gestern waren wir jetzt zufälligerweise mal an einem Sonntag, da waren wir dann schon so gegen 18 Uhr dort, so bis Mitternacht ungefähr sonntags. Weil und da geht dann jedes Mal, kann man sagen, jedes Mal die Post ab, ne? Ja, es ist halt unterschiedlich. Manchmal fahren wir hin, wo wir also praktisch ein ausgemachtes Date mit irgendeinem Paar haben. Mhm. Wir sind im Internet in einer Plattform drin, wo über 10.000 Swingerpaare drin sind. Ja. Und da chattet man halt so hin und her und kann da Fotos anschauen von den Leuten entsprechend. Ach so, dann verabredet man sich da. Da sind eben auch Profile drin von den Leuten mit Altersangabe und Vorlieben und so weiter. Und da trifft man sich manchmal also zu einem festen Date. Und dann, oder wir fahren einfach so in den Swingerclub und beobachten da die Lage so ein bisschen, welche Paare man so anspruchsvoll sind oder die und uns. Und was sich dann so ergibt sich ja. Genau. Hm? Genau. Was kostet der Eintritt in den Swingerclub? Zwischen 30 und 40 Euro. Oh, das ist aber ein teurer Spaß, ne? Ja, aber man muss sagen, Essen und Getränke alles frei, auch alkoholische Getränke alles frei. Wenn man also normal irgendwo zum Essen in ein Restaurant geht, ist man mit 40 Euro mit Getränk mit Sicherheit 40 Euro für ein Paar oder für jede Person? Für ein Paar. Für ein Paar. Für einzelne Herren ist es wesentlich teurer. So ist es, ne? So ungerecht ist die Welt. Ja. Wir Männer sind immer benachteiligt. Ja, klar. Sag mal, was sagt ihr denn euren Kindern? Das eine Kind ist schon 13 Jahre alt, hat die Petra mir gerade gesagt. Wenn ihr jedes Wochenende so lange weg seid, was sagt ihr dem Kind? Ja, wir sagen halt, wir gehen irgendwo zum Essen oder zum Tanzen und so in der Richtung. Geht auch nicht mehr so lange, ne? Je älter die werden, desto genauer werden die vielleicht fahren. Ja, irgendwann wird vielleicht da Aufklärung not tun. Gibt es da schon eine Überlegung, wann ihr das macht? In welchem Alter der Kinder? Bitte? Habt ihr da schon eine Überlegung, in welchem Alter ihr das denn macht, wenn die Kinder in welchem Alter sind? Nee, da sind wir uns noch nicht schlüssig. Also wir versuchen das also rauszuschieben, denke ich jetzt mal, solange das irgendwie im Rahmen bleibt. Ja. So, lieber Franz, jetzt gibst du mir bitte nochmal die Petra. Ja. Von dir verabschiede ich mich schon mal und wünsche viel Spaß weiterhin. Okay, danke. Tschüss. Hallo. Petra, nun hast du mir gerade gesagt, dass da auch sehr viel so Pärchen- und Partnertausch stattfindet. Ja. In Anwesenheit deines Partners? Also er ist immer dabei. Er ist immer dabei. Wir gehen eigentlich immer miteinander auf die Matte. Also Matte stelle ich mir so vor, dass da so eine Turnmatte ist, wie früher aus der Turnhalle. Und da sind ganz viele nackte Pärchen. Und dann geht's los, oder was? Es ist so, dass es eigentlich mehr oder weniger so ein großes französisches Bett ist oder so, wo halt so mehrere Matten zusammen sind. Ja. Und
Ich meine, da schauen wir halt, ob schon jemand dort ist und sich dazulegt oder dann eben alleine reingeht und dann abwartet, ob was kommt oder so. Was machst du denn, wenn du da auf der Matte liegst schon und Franz auch und da kommt irgendein Typ und der legt sich dann zu dir, aber du willst den gar nicht. Wie sagt man das dann oder wendet man sich ab oder spricht man drüber? Wie geht das? Eine Handbewegung, so quasi abwinken, reicht. Eine Handbewegung. Und das respektiert man das? Das ist so eine Regel im Swingerclub? Ja, genau. Ja. Und wenn du keine Handbewegung machst, dann heißt das, er darf ran? Ja, genau. Ja. Dann duldest du das. So, Eifersucht und so kommt bei euch nicht auf? Nein. Ist kein Thema? Nein, absolut nicht. Ja. Du wirkst, und Franz auch, wirklich völlig überzeugt davon, als wäre das so richtig euer Ding, was euch auch wirklich Spaß macht. Ja, ja. Also das ist sehr schön. Also das macht uns sehr viel Spaß. Eigentlich unser Hobby, kann man sagen. Ja. Und soll auch so bleiben, ne? Ja. Ja. Jedes Wochenende sind die beiden dann verplant. Aha, aha. Ja, der Franz möchte auch noch mal was sagen. Ja, also, ganz schnell, dann verabschiede ich mich von dir schon mal, Petra. Ja. Alles Gute und tschüss. Ja, Domian, noch mal ganz kurz zu einem deiner Lieblingsthema, zu Ejakulation bei der Frau. Ja. Das ist natürlich, passt natürlich irgendwie zu dem Thema. Ja. Wir haben da auch schon die tollsten Sachen erlebt, kann ich nur sagen. Also du kannst das bestätigen? Ich kann das nur bestätigen, jawohl. Ja, das ist aus einem fachkundigen Mund, da muss ich das ja auch sehr, sehr ernsthaft zur Kenntnis nehmen. Da gibt es viele Frauen, die da sehr locker sind, und aber eben nur Frauen, die locker sind. Und da ist es sehr oft der Fall, dass da mächtig was abgeht. Mächtig. Lieber Franz, alles Gute. Danke. Tschüss. Hat uns sehr gefreut. Ja, mich auch. Wiederhören. Ciao. Tschüss. 0800, ihr Lieben, 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, muss ja nicht unbedingt Swingerclub sein, wie ihr gerne möchtet, domian@wdr.de, die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen. Unbedingt. Und mailt nicht zu lang und nicht so ausführlich, dann können die Mitarbeiter im Hintergrund das schneller bearbeiten. Hier ist Arne, 23. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Arne, dein Thema. Mein Thema sind Leichenwagen. Leichenwagen? Ja, Leichenwagen. Und zwar. Warum? Ist ein Hobby von mir oder mein größtes Hobby. Dein Thema, dein Hobby sind Leichenwagen? Ja, genau. Besitzt du Leichenwagen? Ich besitze einen Leichenwagen auch, ja. Was für eine Marke? Welches Baujahr? Ein alter Ford Granada, knappe 30 Jahre alt. Ford Granada, das sind so diese fetten Dinger gewesen, ne? Genau. Ja, erinnere ich mich gut. Die gab es auch als Leichenwagen? Die gab es auch als Leichenwagen, sogar recht häufig. Und jetzt fährst du immer ganz entspannt mit dem Leichenwagen in Urlaub und schläfst hinten, wo normalerweise sonst der Sarg stand, oder wie? Würde ich gern machen, geht im Moment noch nicht. Ich habe den Wagen letztes Jahr auf dem Schwarzfahrertreffen. Das ist das Treffen, was einmal im Jahr von den Leichenwagenfahrern stattfindet. Und die nennen sich Schwarzfahrertreffen? Ja, genau. Die nennen sich Schwarzfahrer. Die Leute, die Spaß am Leichenwagen haben, nennen sich Schwarzfahrer. Ja, genau. Sind aber keine Schwarzfahrer. Nein, nee. Also nicht in dem Sinne, wie man es kennt. Wie, und den hast du da gewonnen, den Wagen? Ja, den habe ich da gewonnen. Bei einer Tombola oder Gewinnspiel oder was? Ja, also das Treffen wird veranstaltet von dem Vorsitzenden der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung historischer Bestattungswagen. Aha, was es alles gibt. Ja. Was es alles gibt. Und der besitzt über 13 Bestattungswagen, darunter einen alten Adenauer Benz von 52. Wow. Und hat halt einen seiner Wagen als Hauptpreis für die Tombola gestiftet. Und du hast es gewonnen? Meine Freundin hat es für mich gewonnen. Deine Freundin hat es für dich. Aber hattest du denn vorher auch schon einen? Nein, vorher nicht. Aber wie bist du? Bin ich ganz normaler Kadettfahrer. Ach so, aber du musst ja schon irgendeinen Spaß dran gehabt haben, dass du da überhaupt hingefahren bist, ne? Ja, also die Leidenschaft geht bei mir zurück aufs 7., 8. Lebensjahr. Warum? Wie kommt das? Erklär mal die Leidenschaft. In dem Alter war ich auf einem Geburtstag von einem Freund und wir sind in Essener Kellerkino gegangen. Mhm. Und da läuft seit 30 Jahren jeden Sonntag Harold und Maude. Ja? Ah, und ich verstehe. Ja, als ich dann diesen Jaguar-Leichenwagen-Umbau von Harold sah, habe ich mich in die Fahrzeuge verliebt. Ja. Und mir war klar, sowas muss ich später auch mal fahren. Ja. Und dann habe ich im Alter von 18, als es mit Führerschein so langsam anfing, bin ich im Internet auf die Seite leichenwagen.de gestoßen, bin da in die Community mit eingestiegen. Aber ohne dann bisher einen gehabt zu haben? Ja, ohne einen gehabt zu haben. Und es war einfach
Ich bin mittlerweile sehr gut befreundet mit einigen Leuten aus der Szene. Ja. Und da bot sich dieses Treffen auch an, um die Leute mal wieder zu treffen. Ja. Und schwuppdiwupp, hast du schon einen gewonnen? Ja, wirklich durch Zufall. Also ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Wie lange bist du ja stolzer Besitzer dieses Granada-Leichenwagens? Seit September. Seit September. Und fährst damit auch rum? Das geht leider nicht, weil der noch... restauriert werden muss. Ach so, aber das Ziel ist schon, dass du den auch ganz normal dann nutzt. Entschuldige. Du bist abgelenkt gerade, ne? Ich bin gerade abgelenkt. Was machst Meine du? Schwester stürmt hier noch mein Zimmer rein, entschuldige. Die Schwester soll mal still in die Ecke sich setzen. Ja, die ist wieder drüben. Die war etwas sauer, weil ich hier im Haus rumgelaufen bin. Wenn ich wüsste, dass du gerade mit dem Fernsehen telefonierst, dann wäre die wahrscheinlich klein mit Hut. Ja, ich denke auch. Also, wir waren stehen geblieben bei der Restauration. Das Auto wird im Moment noch restauriert? Soll restauriert werden. Im Moment, ich bin Student, ja. Wohne noch zu Hause, habe eine 250 Euro im Monat. Da ist das ein bisschen schwer. Stimmt. Aber das Ziel ist dann schon, dass du irgendwann mit dem Leichenwagen auch rumkurvst. Das Ziel ist auf jeden Fall. Also ich bin auch im Moment auf der Suche nach einem Nebenjob, nur um diese Restauration zu finanzieren. Das Auto steht jetzt irgendwo bei dir da auf der Straße oder in der Garage? Oder? Nee, das steht bei einem Bekannten, der hat eine Hinterhofwerkstatt, steht er erstmal. Ist das nicht gruselig, wenn man in so einem Auto sitzt und die Vorstellung, da sind Hunderte, wenn nicht Tausende von toten Menschen durch die Welt gefahren worden? Finde ich überhaupt nicht gruselig. Also ich finde Krankenwagen gruseliger, weil da sterben die Menschen, da bluten und leiden die Menschen. Mhm. Im Leichenwagen sind sie schon tot. Leichenwagen dienen dem Zweck, die Leute möglichst würdevoll auf ihrer letzten Reise zu begleiten. Guter Gedankenansatz. Wenn man das sich so hinlegen kann, ist es gut. Mir wäre es dennoch ein bisschen gruselig, glaube ich. Obwohl man sich wahrscheinlich auch daran gewöhnt. Wenn man ein paar Mal dran gesessen hat, ist es auch gut. Ja, also es ist Gewöhnungssache. Keinen Menschen dazu zwingen, unser Hobby zu mögen, klar, zu verstehen. Nicht. Ich würde jetzt so vorurteilsmäßig auch sagen, wenn ich mich da reinsetze, riecht das irgendwie noch ein bisschen seltsam? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber man also, denkt so. Meiner nicht. Die meisten älteren Leichenwagen eigentlich nicht. Vielleicht etwas modrig, wenn irgendwo Wassereinbruch ist oder sowas. Aber ganz im Ernst, also wenn jetzt ein neuerer Leichenwagen ausgemustert würde, oder wird ja vielleicht die manchmal. Die riechen ab und zu. Also es gibt in der Szene auch noch ein paar aktive Bestatter, die auch auf diesen Treffen waren, und wenn dann zum Beispiel 2 Wochen vorher da eine Brandleiche mit transportiert wurde, ist ein wirklich ekliger Gestank. Ist denn aber der hintere Raum ist doch zu dem vorderen Raum, wo der Fahrer sitzt, ist abgetrennt. Durch eine Scheibe, ne? Nicht nur eine Scheibe, es ist eine richtige Trennwand. Hier in Deutschland greift das Hygienegesetz da ganz besonders ein. Also amerikanische Fahrzeuge, da ist oft auch noch, dass hinten noch die Leute neben dem Sarg sitzen können. Das ist hier in Deutschland irgendwie gar nicht möglich. Aber abgesehen davon, dass man vielleicht einen Spaß an der Ästhetik eines Leichenwagens hat, praktisch ist er ja nicht, ne? Es können ja nur vorne 2 Leute sitzen, maximal 3, wenn man eng. Ja, aber man hat den größten Kofferraum der Welt. Das stimmt, ja. Darf man denn eigentlich in Deutschland mit einem Leichenwagen so als Hobby rumfahren, der genauso aussieht wie ein Leichenwagen, oder muss man den verändern? Man darf. Was nicht mehr drauf sein sollte, ist die Beschriftung von einem Bestattungsinstitut. Ist klar, ja. Und ab und zu machen die örtlichen Straßenverkehrsämter da wohl schon mal Schwierigkeiten. Also ich kenne es jetzt nur vom Hörensagen, manchmal auch die Versicherung, aber im Grunde geht's eigentlich. Mhm. Aber sieht schon seltsam aus, wenn du da mit deinem Bestattungswagen irgendwann dann bei Obi auf den Hof fährst oder bei Aldi oder mal auf dem Campingplatz, um Camping zu machen. Zucken die Leute wahrscheinlich schon zusammen. Ne? Ja, die Leute zucken zusammen. Also es gibt auch übelste Beschimpfungen für Leute von außerhalb der Szene. Mhm. Also Satanist, morbider Freak, perverse Sau sind da noch die nettesten Sachen, die man... Ist aber alles unbegründet. Also ihr seid keine Satanisten, ihr seid nicht morbide drauf, sondern ihr habt einfach Spaß an diesen etwas ungewöhnlichen alten schwarzen Autos. Genau, also es sind... die elegantesten Autos in meinen Augen, also keine Luxuslimousine kommt an die Eleganz eines Leichenwagens ran. Dennoch ist nicht doch irgendwie so ganz, irgendwie so eine doch Faszination des Todes, schwingt die da nicht auch mit? Bei den meisten Leuten schon, also es gibt auch ein paar Leute in der Szene, die man wohl als Satanist sehen könnte. Mhm. Es ist aber eindeutig die Minderheit, also einer der aktiven Schwarzfahrer ist zum Beispiel angehender Pfarrer. Na, die Gemeinde wird sich freuen, wenn der mit dem Leichenwagen vorfährt oder wenn der einen Hausbesuch macht mit Leichenwagen. Ja, ich nehme mal an, dafür wird er noch ein anderes Fahrzeug haben. Also die wenigsten Leute fahren diese Fahrzeuge im Alltag. Es gibt wohl welche. Auch einer meiner besten Freunde fährt so ein Fahrzeug im Alltag. Ja.
Ich habe auch mal jemanden gekannt im Zivildienst, ein Kollege von mir, ein Zivildienstleistender. Der hatte auch so einen Spaß an diesen Dingern und ist damit völlig normal rumgefahren und hat mich auch manchmal mitgenommen. Deshalb frage ich jetzt auch nach den Reaktionen, weil damals waren die Reaktionen von entsetzt bis wirklich böse, wenn man ja, mit dem Auto einfach irgendwo so rumgefahren ist. Und also ganz oft gibt es Ärger für die Leute, wenn sie mit diesem Fahrzeug zum Beispiel zur Arbeit fahren, das Arbeitgeber oder die Nachbarn auch ganz oft. Man hat ja nicht gerne so einen Leichenwagen vor der Tür immer stehen, ne? Ja, das ist es. Also die Leute werden ungern an den Tod erinnert. Ja, so ist das bei uns in unserer Welt. Da also was auch als Kodex großteils gilt in der Szene ist, wenn man sich ein Fahrzeug holt, guckt man, dass man es von weiter weg holt. Also keins, was in der direkten Umgebung im Einsatz war. Aber der hintere Bereich, da wo der Sarg, wo die Särge drin gestanden haben, der ist leer, ne? Oder steht meistens. Also es gibt manche Leute, die fahren mit Holz oder auch mit diesen Zinn-Transportsärgen durch die Gegend. Ah, das ist ja schon ein bisschen sehr krass, ne? Warum? Ja, aber zu treffen, es gehört dazu. Also, dann kannst du es ja gar nicht als Transportfahrzeug benutzen, wenn da noch ein Zinksarg drin steht. Ja gut, jetzt ist halt für Treffen im Alltagsbetrieb, nehme ich mal an, aufgrund des Gewichts auch schon, wird das kaum einer machen. Achso, bei den Treffen will man es besonders schön machen und will zeigen, was man alles hat. Genau, möglichst original. Ah, das ist ja wirklich doch, finde ich heftig. Da ist dann dieser Zinksarg, wo wirklich dann sehr viele Menschen mit transportiert worden sind. Ja. Der steht dann da drin und da kann man auch reingucken, ne? Da kann man reingucken, aber die Leute gehen sehr pietätvoll damit um, würde ich sagen. Also gerade, weil dieses Thema heikel ist, weil man mit diesen alltäglichen Beschimpfungen zu leben hat, sind die Leute da wesentlich vorsichtiger. Also definitiv bei dir Auslöser für dieses Hobby, Harold and Maude, der Film? Ja, ganz eindeutig. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten und irgendwann sehen wir, aus welchem Bundesland kommst du? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Aus Nordrhein-Westfalen. Wenn wir dann in Nordrhein-Westfalen so einen fetten alten Granada rumfahren sehen als Leichenwagen, dann sitzt da Arne drin. Ich hoffe es. Ne? Dann wissen wir das alle. Schick uns mal ein Foto. Würde mich sehr interessieren. Kann ich machen. Ja, würde mich wirklich interessieren. Gut, schicke ich dir morgen einfach rüber. Und was ich gerade noch fragen, du sagst, die Freundin hat das gewonnen, ne? Das heißt, deine Freundin ist mit involviert in dieses Hobby. Als sie ihn gewonnen hat, noch nicht. Also da waren wir gerade 2 Monate zusammen und ich habe sie mit dahin geschleppt einfach. Ah ja. Und, aber die Beziehung besteht noch. Die Beziehung besteht noch. Ja. Sie ist auch komischerweise Friedhofsgärtnerin. Achso. Na, passt ja wunderbar. Es passt wunderbar. Aber wie gesagt, man muss halt vorsichtig sein, was Anfeindungen und sowas angeht. Ja. Und man kann ja irgendwann, wenn ihr dann mal in Urlaub fahrt, als Pärchen auch wunderbar drin übernachten in dem Wagen hinten. Ja, machen die meisten auch. Also wir waren die einzigen auf diesem Schwarzfahrertreffen, die im Zelt übernachtet haben. Die ganzen anderen Leute, die schon Fahrzeuge besessen haben, haben natürlich in ihren Fahrzeugen geschlafen. Arne, du schickst mir ein Foto. Mach ich. Ich bin ganz gespannt. Und auf dass du das Ding bald restauriert hast und dann auch Spaß dran hast. Ich gebe mir alle Mühe. Jo, alles Gute. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Markus, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Hallo, mein Thema ist chronische Schmerzen. Ja. Und zwar bin ich als Kind, als 7-Jähriger, von 2 Rottweilern angefallen worden. Von 2 Rottländern? Weiler. Von 2 Rottweilern. Rottweiler. Ja. Und mir hat man 7 Zentimeter vom Knochen weggebissen. Von welchem Knochen? Vom linken Unterschenkel. Unterschenkel. Also vom Bein. Und ich bin 17 Mal operiert worden. 17 Mal? Ja, also der Fall ging auch durch die Medien. Hast du vielleicht damals verfolgt, weiß ich nicht. Ja, ist lange her, ne? Ist jetzt also 20. Das Flammen letztens wieder auf, das Thema. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil ich habe da meine Meinung zu und die wird mir keiner mehr madig machen. Ja. Nee, es geht mir darum... Sag ruhig, in einem Satz kannst du deine Meinung sagen. Also du bist wahrscheinlich ganz klar... Ich bin gegen Kampfhunde und ich kann es nicht hören, der tut nichts. Man hat keine Garantie dafür. Mhm. Das ist ein Tier und ein Tier ist nicht berechenbar. Egal, ob der Mensch sagt, der tut nichts oder nicht. Aber damit... Muss ja ein wirklich unfassbarer Schock sein, wenn man als 7 Jahre, ne, sagst du gerade, von 2 solchen Bestien da angefallen wird und so schwer verletzt wird. Ja. So, das war aber quasi der Anfang deiner Geschichte. So hat es angefangen. Und du sagst chronische Schmerzen. Schließe ich daraus, dass bis heute, du bist jetzt 20 Jahre alt, das nicht so verheilt ist, dass du schmerzfrei bist, sondern dass du aus dieser Zeit deine chronischen Schmerzen hast? Ja, das ist richtig. Und zwar ist das in letzter Zeit noch schlimmer geworden als vor Jahren, sage ich mal. Es hat also vor 4 Jahren erst richtig extrem angefangen. Mhm. Und zwar habe ich eine Iliosakralgelenksblockierung oder Kreuzdarmbeingelenk nennt man das. Mhm. Das sitzt
etwas links vom Steißbein, sage ich jetzt mal, und das, wenn das blockiert ist, kann ich mich nicht mehr bewegen. Also es ist so, ich, wie soll ich sagen, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich war über 100 Tage krankgeschrieben. Lass mich nochmal fragen. Die Verletzung damals ist hauptsächlich zugefügt worden am Bein. Also am Bein war die, sag ich mal, Hauptursache. Ich bin ins Gesicht gebissen worden, wo Gott sei Dank keine bleibenden Schäden, also Narben oder so, oder nicht in den Arm. Und aber in dem Bauch? Im Genitalbereich. Genitalbereich auch. Auch hoffentlich ohne bleibende Schäden? Ja, das hat der Arzt Gott sei Dank festgestellt, dass da alles in Ordnung ist. Aber dann war natürlich ganz kurz was anderes das Thema mit der Bluttransfusion AIDS. Natürlich damals in den 90ern ist dann Gott sei Dank auch negativ gewesen. Und durch diese Beinverkürzung, die ich jetzt immer noch habe, Achso, es ist eine Beinverkürzung entstanden. Genau. Ja. Und dadurch ist die ganze Statik im Körper kaputt. Die funktioniert einfach nicht mehr richtig. Und da ich es vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe, war ich jetzt im Dezember letzten Jahres in der Schmerzklinik 6 Wochen. Ja. Und dort konnte man mir auch nur bedingt helfen. Also es wurde jeden Tag in das Gelenk Spritzen gesetzt, 2-mal täglich. Und es wurde eine Kaudalanästhesie, das heißt ins Steißbein wurde ein Mittel gespritzt. Das hat aber nicht geholfen, ganz im Gegenteil, das wurde noch schlimmer. Und 10 Tage vor der Entlassung waren die Schmerzen so heftig, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt 10 Tage noch und wie geht's dann weiter? Also diese Hauptschmerzen finden statt im Hüft- und Beinbereich. Genau, das zieht quasi, wenn du läufst, wie Blitze, zieht das dir vom Rücken in den linken Oberschenkel. Und das haben also viele Menschen auch mit Rückenproblemen, auch mit Morbus Bechterew. Da hatten sie auch schon Verdacht drauf, aber konnte man das Gott sei Dank ausschließen, weil ich auch Magenbluten hatte und so. Das war aber durch die Schmerzmittel, die ich genommen habe. Ich war also abhängig, kann man nicht sagen. Aber hast du denn, Markus, in all diesen Jahren letztendlich permanent Schmerzen gehabt? Oder gab es zwischendurch mal Phasen, wo du sagtest, das geht? Nein. Permanent, seit deinem 17. Lebensjahr, seit diesen vielen Operationen, 17 Operationen, was ja schon unglaublich ist, wenn man sich das vorstellt, bis heute immer Schmerzen. Du kennst gar nicht, das ist wahrscheinlich für dich wäre das der Paradieszustand, mal keine Schmerzen zu haben. Das ist richtig und deshalb ist man natürlich so schön anfällig für Schmerzmittel, weißt du, wenn du dir nimmst. Und ich meine, ich habe eine ganze Schublade da voll. Ich könnte also rein theoretisch so viel davon nehmen, also rein theoretisch könnte ich mich damit umbringen, sage ich, habe ich nicht vor, aber es ist dermaßen stark. Und dass ich, meine Ärzte, die sind quasi mit ihrem Latein am Ende, die haben also gesagt, also wegkriegen werden sie es nicht mehr. Wir können es aber noch versuchen zu lindern. Das heißt aber, der Aufenthalt in der Schmerzklinik, was ja nun Fachleute sind, hat letztendlich auch nichts gebracht. Die wurden auch nicht Herr über den Schmerz. Herr wurden sie nicht. Sie haben den gedämpft für die Zeit. Und er ist jetzt wieder da. Er ist... Und es gibt ja auch, wie du auch gerade schon angedeutet hast, wahrscheinlich immer wieder ganz schlimme Nebenwirkungen. Das Magenbluten, sagst du. Magenbluten. Ich habe auch schon Antidepressiva bekommen, um die Botenstoffe im Gehirn auszuschalten, aber die habe ich überhaupt nicht vertragen. Leider hat mich dieser Arzt so ungefähr als Spinner hingestellt. Also hat gesagt, sie bilden sich das nur ein, die Nebenwirkungen. Und das kann überhaupt keine Nebenwirkungen haben und ihre Schmerzen können ja gar nicht so stark sein. Und wie viel Schmerzmittel nimmst du denn im Moment ein? Also im Moment, ich war jetzt am Samstag nochmal in der Notaufnahme, weil mein Schmerztherapeut im Urlaub war. Und am Mittwoch und am Freitag war ich bei meinem Orthopäden, der mir auch nur bedingt weiterhelfen kann, natürlich, weil er die Mittel nicht hat. Ich nehme jetzt Novalgin mit Tramal, Tropfen, 30, 40 Stück. Wenn das nicht hilft, Valeron. Dann habe ich bekommen Tetrazepam, das ist ein Muskelrelaxan. Also das sind alles sehr harte Sachen und ich höre schon, dass da eine ganze Menge ist, was da zusammenkommt, was du als Cocktail quasi jeden Tag zu dir nimmst. Ja, und das wurde ja leider jetzt, was heißt leider, Gott sei Dank hat dann die Versicherung gesagt, oder ich habe auf Drängen an die Versicherung gesagt, ich muss in den Schmerzknick, es geht nicht mehr. Stichwort Versicherung, lass mich das mal eben kurz noch fragen, bevor du es weitererzählst. Hast du eine Entschädigung damals bekommen? Hast du Schmerzensgelder bekommen? Ja, habe ich. Ein sehr hohes Schmerzensgeld, also für Deutschland verhältnismäßig hoch. Wie hoch? 275.000 Mark. Ja. Und aber auf die du gerne verzichten würdest, wenn du gesund wärst, ne? Könnte ich mich zurückzahlen, wenn ich... gar keine Frage, klar. Das war aber nur für alle Sachen, die quasi bis zu den Operationen. Also, wie soll ich sagen? Also, für alles Weitere kann dann noch gezahlt werden. Da geht es dann morgen schön zum Anwalt. Ach so, das kann sein, dass die noch mehr zahlen müssen.
Also ich verlange das. Du verlangst das. Wie ist das denn? Du bist ja 20 Jahre alt und hast bist eigentlich permanent chronisch krank, kann man ja sagen. Ja, mein Arzt hat mir das gesagt, ja. Kannst du denn überhaupt irgendwie ein normales Leben leben? Also erst Stichwort Job oder Arbeit. Arbeitest du? Ich hab bis vor kurzem gearbeitet im öffentlichen Dienst, habe dann aber aus persönlichen Gründen auch wegen der Krankheit gekündigt. Natürlich ein großer Schritt, öffentlicher Dienst, natürlich klar, ist viel Sicherheit. Nur ich war so oft krankgeschrieben. Das heißt, du bist jetzt arbeitslos im Moment? Also ich gehe noch zur Schule jetzt. Also es ist nicht so, als ob ich nichts zu tun habe. Achso, du wirst umschulen oder irgendwas anderes machen? Nee, ich mache mein Abitur nach. Ah ja. Das hatte ich sowieso vor. Wie ist es so mit menschlichen Verbindungen, Freundinnen? Doch, habe ich alles. Habe ich alles. Mhm. Aber leider ist es so, ich komme halt oft zu kurz. Zum Beispiel, wir waren jetzt am Freitag noch was trinken und wollten Billard spielen und ich konnte nicht. Ich habe mich dann noch aufgerafft und gesagt, lenk dich ab, versuch's. Ich konnte nicht mitspielen, also ich habe dann rumgesessen zum Beispiel. Hast du denn zumindest Ruhe, wenn du dich ins Bett legst und ganz still liegst? Auch nicht. Nein, ich habe eine Spezialmatratze. Die war sehr teuer und die nimmt bedingt die Schmerzen, aber es geht nicht weg. Und ich habe zum Glück jetzt einen Schmerztherapeuten gefunden, der mich behandelt, wo ich heute angerufen habe. Der wollte sagen, kommen Sie am Donnerstag. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, das können Sie mir nicht antun, bitte. Ja gut, dann kommen Sie morgen, müssen aber warten. Und der hat was gefunden, was mir bedingt hilft. Und zwar wird er unter Röntgen zwischen die Wirbel und in die Gelenke starkes Betäubungsmittel reinspritzen. Wie lange hält das an? Wenn ich Glück habe, so eine Woche. Aber das ist ja schon alles sehr, sehr, sehr belastend. Bedeutet das, so wie du es jetzt geschildert hast, klingt das ja wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch, dass du dich dein Leben lang jetzt damit abfinden wirst müssen, Schmerzen zu haben und auch Schmerzmittel nehmen zu müssen. Ja, also das ich kann es so hinnehmen, muss ich ja. Ich meine, nützt ja nichts. Nur ich versuche halt für mein Recht zu kämpfen, mir das wenigstens in eine andere Entschädigung als Geld kann man leider nicht in Deutschland kriegen, hinzubekommen. Und leider ist eine Katastrophe. Du wirst das behalten, dein Leben lang. Das haben die Ärzte mir diagnostiziert. Also sie sagen, wegkriegen. Kann man denn überhaupt ein Leben lang, hält das der Körper aus? Kann man ein ganzes Leben lang Schmerzmittel nehmen? Oder wird man über kurz oder lang, wird irgendwas anderes dadurch erkranken als Nebenwirkung? Also du meinst jetzt zum Beispiel Organschäden? Ja, zum Beispiel. Also es kann sein, dass wenn man zu viel, also undosiert, also überdosiert Schmerzmittel, dass das auf den Magen gehen kann. Das ist das Häufigste, was bestimmt viele Leute wissen. Dann auf die Nieren natürlich. Ja. Die machen ja auch sehr bedeppert, diese Schlafmittel. Entschuldigung, diese Schmerzmittel. Und die kontrollieren halt mein Blut, ob da die Organe noch, da ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Also es ist schon ein gewisses Risiko da, kann man sagen. Ne? Aber was bleibt ja anders übrig, als es mitzumachen und zu nehmen? Ja. Weil es ist deine einzige Rettung, über die Zeit zu kommen. Ne? Ja, dazu muss ich aber sagen, man sollte diese Schmerzmittel oder diese Opiate nicht verteufeln, weil die meisten... Natürlich nicht. Wenn die gut dosiert sind und unter ärztlicher Aufsicht, dann reicht meistens eine kleine Dosis an einem starken Mittel mehr als eine hohe Dosis von einem weniger starken Mittel. Ja, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Präparate, also auch in der Krebstherapie, dass den Menschen halt da etwas Erleichterung verschaffen wird. Ja. So, jetzt wünsche ich dir, dass diese neue Methode da eine Wirkung zeigt und dir auch hilft. Ja. Dass du einigermaßen wirklich gut leben kannst, Markus. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Danke, tschüss. Auf Wiederhören. Anna, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo, Anna. Und folgendes, mein Problem ist, dass ich einen Freund habe, mit dem ich seit einem halben Jahr zusammen bin. Und ich bin wirklich verknallt in ihn. Also das ist, Und parallel dazu habe ich einen besten Freund, den ich schon seit meiner Kindheit kenne. Und so ein Busenfreund. Was? Ein Busenfreund, so ein platonische Beziehung. Ja. Platonisch, aber nicht ganz. Also wir haben seit, ich bin 18 und wir haben seit über 2 Jahren schon also eine Bettgeschichte. Sex. Ja, sagen genau. Sagen wir es klar. Ja, genau. Oft? Und ja, oft. Oft sogar? Und warum seid ihr nicht zusammen? Weil er hat eine Freundin und ich habe einen Freund und irgendwie kriegen wir es nicht geregelt, aber ich bin auch, also es ist immer so. Aber du hast jetzt erst seit einem halben Jahr einen Freund. Ja, genau. Du hättest dich vorher schon entscheiden können, sag mal auf, jetzt, wir sind tolle Freunde, es funktioniert gut und es funktioniert im Bett auch gut, lass uns einfach zusammen sein. Ja, er ist mit seiner Freundin schon über 3 Jahre zusammen. Naja. Und ich bin dann halt, früher war ich dann immer so die kleine Affäre, aber wir waren trotzdem immer irgendwie beste Freunde. Also es hat sich nie so
entwickelt, dass wir zusammengekommen sind, weil wir beide nicht diese starken Gefühle hatten, aber doch immer schwach geworden sind beieinander. Was würdest du denn sagen, was du für ihn empfindest? Also ich empfinde riesig große Freundschaft. Und wenn es dann wieder so weit kommt, auch ein Stückchen mehr, aber noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich bin wirklich verliebt. Von wem geht denn immer so, du sagst, es überkommt uns dann immer so. Ist das schon also ein Verlangen nach dem anderen? Ja, genau. Ein sexuelles Verlangen? Ja. Sowohl von dir zu ihm als auch von... Ja, es ist dann immer so, dann gucken wir uns an und wissen beide genau, was wir wollen, aber im Prinzip wissen wir beide genau, dass es nicht geht, weil er hat eine Freundin und ich habe einen Freund. Und du sagst, das passiert sogar oft. Ja. Wie oft? Also es war eine Zeit lang, war es öfter als... diese Zeit lang, also als ich keinen Freund hatte, war es öfter. Also jetzt, sag mir mal jetzt, wie oft kommt es vor? In der Woche oder im Monat? 3-4 Mal im Monat bestimmt. 3-4 Mal im Monat, also kann man fast sagen, einmal in die Woche. Ja, ja. Dein Freund weiß natürlich nichts davon. Nein. Die Freundin von ihm weiß natürlich auch gar nichts davon. Gottes Willen. Das ist euer absolutes Geheimnis. Ja, genau. Das weiß niemand. Nein, das weiß absolut niemand. Aber munkelt man nicht so ein bisschen, wenn ihr hängt doch wahrscheinlich viel zusammen? Oder sagen alle, okay, das sind alte Freunde? Ja, oder? Ja, das ist absolut freundschaftsmäßig und keiner weiß davon Bescheid, wirklich keiner. Ich habe das weder meiner besten Freundin erzählt, noch eher seinem besten Freund. Aber jetzt rufst du an und daraus schließe ich, dass du schon ein Problem damit hast und auch wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Unheimlich, weil es schon so lange geht und ich bin echt verliebt in meinen Freund und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe zwischen zwei Kerlen und... Also der neue Freund ein halbes Jahr, du bist verliebt, sagst ja, du. Sehr verliebt. Ja. Ist schon ein toller Typ. Ja, ganz toller Typ. Aber der andere halt auch und ach Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe so eine Angst, wenn ich ihm sage... Und der würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde. Ja, oder würde vielleicht Schluss machen sogar. Ja, die kennen sich sogar, das ist das Schlimme. Ja, klar kennen die sich. Wenn ihr gut befreundet seid, dann gehe ich von aus. Ja. Anna, was macht man da? Dass die Situation nicht gut ist, muss ich hier gar nicht sagen. Die finde ich auch ziemlich beschissen. Ja, ich fühle mich so absolut dreckig. Ja, das geht auch nicht. Irgendwann muss man sich entscheiden für etwas. Ja, aber wenn du einen guten Freund hast, dann ist es auch eine gute Sache. Dann belasse es auch bei der Freundschaft und konzentriere dich, was die Liebe anbelangt, auf deinen Freund. Auf deinen Geliebten, sage ich jetzt mal. Ja, es ist ja nicht so, dass wir es noch nie probiert haben. Ich habe mit meinem besten Freund schon so oft darüber geredet, dass wir es lassen müssen, auch wegen seiner Freundin, weil es einfach unfair ist. Ja gut, aber das geht ja jetzt schon Jahre. Das ist ja völlig eingeschliffen, diese ganze Sache. Ja, das ist es nämlich und ich komme da nicht raus. Wie alt ist dein bester Freund? Mein bester Freund ist 2 Jahre älter, 20. 20, Ich finde ja immer, dass man so etwas, also wenn die Leute so sagen, ich kann nicht anders und uns überkommt es immer und wir können gar nicht dagegen angehen, glaube ich nicht. Ich finde, dass man sehr wohl gegen so etwas angehen kann, vor allen Dingen, wenn man sich entscheidet und sagt, ich habe da einen ganz tollen Typ, in den bin ich verliebt und dem will ich das einfach nicht antun. In dem Moment nämlich, wo es rauskäme, würden sich die Karten ganz neu mischen und du, es ist ja ein absolut unfaires Verhalten, was du da praktizierst. Du wärst ja auch tierisch sauer, wenn dein Geliebter nebenher so etwas laufen hätte. Ja, wärst du super sauer. Ne? Und wenn du es erfahren würdest, wärst du wahrscheinlich völlig sickig und würdest auch Schluss machen. Ja. Es gibt da jetzt keine goldene Lösung. Es gibt nur den Ratschlag für dich zu sagen, reiß dich zusammen, reiß dich am Riemen und beende das mit deinem guten Freund als Sexualpartner. Ja. Oder entscheide dich eben, oder entscheidet euch, dass ihr beiden zusammen seid. Aber so stark ist die Liebe und die Hingezogenheit dann auch nicht, ne? Nee, es ist so ein Verlangen. Es ist so ein tierisch starkes Verlangen danach. Aber du hast doch auch Sex mit deinem neuen Freund. Es ist immer dann, wenn wir ein Problem haben oder Streit ist, dann rede ich natürlich mit meinem besten Freund darüber. Und hinterher kommt es wieder dazu. Aber der Sex mit deinem neuen Freund, mit deinem Geliebten, ist ja gut? Also er ist schon okay, aber es ist halt nicht das, was mit meinem besten Freund. Es ist einfach. Aber du musst auch bedenken, ihr seid ein eingespieltes Team, ne? Ja, deswegen. Die eine Sache ist noch sehr neu, ein halbes Jahr alt, ne? Ja. Also du kannst auf keinen Fall auf Dauer, Anna, oder noch länger, so zweigleisig fahren. Letztendlich wirst du dir immer deine Lieben kaputt machen damit. Ja. Wie war das denn? Du bist doch wahrscheinlich jetzt nicht zum ersten Mal mit jemandem zusammen. Wie war denn das in der Vergangenheit? Das war ganz genauso. Immer genauso? Ja. Das war. Wie lange war deine längste Beziehung, die parallel zu der lief? Die war knapp ein Jahr. Und da hast du es alles parallel laufen lassen? Ja. Scheiße.
Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Dann würde ich dir fast schon bald wünschen, dass es mal durchsickert, damit du aufwachst. Weil du scheinst echt, dir muss man mal den Kopf waschen. Und wenn man das mit Worten nicht kann, dann müsste das mal durch so eine Aktion passieren. Hast du Glück gehabt, dass es nicht durchgesickert ist? Ja. Und wenn du einmal mal richtig so auf die Nase fällst, wirst du vielleicht wach werden, dass das nicht so geht. Das kannst du nicht machen, das ist kein Lebenskonzept. Das kannst du wirklich nicht machen. Ja, ich weiß es ja selber. Ja, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Indem du es nicht mehr machst, Mensch. Es kann dich da keiner rauszaubern. Du bist eine junge, erwachsene Frau von 18 Jahren. Das musst du für dich entscheiden. Und da musst du sagen, jetzt, ich mache es nicht mehr. Oder du musst so stark sein und das da, erzähl es deinem Freund. Das machst du natürlich nicht. Aber wenn du es ihm erzählen würdest, dann wäre da eine andere Kraft hinter. Ja, also ich glaube, ich werde es ihm wohl erzählen. Wie, deinem Geliebten erzählen? Ja. Ehrlich? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß ja nicht, also ich denke mal, dass er dann Schluss macht, aber... Also ich war schon so weit innerlich jetzt zu dir zu sagen, lass es sein und halt den Mund. Wenn der hört, dass du es ein halbes Jahr gemacht hast. Andererseits ist es vielleicht aber auch ein guter Einschnitt, wenn du das jetzt gestehst, dann bricht nämlich alles auf. Das hast du ja noch nie gemacht vorher, ne? Ja, nee, das war das riesig große Geheimnis zwischen uns, was auch uns irgendwie festgebunden hat, aneinander. So, jetzt sag mir, spekulier mal. Du kennst ihn ja nur auch schon ganz gut, ein halbes Jahr, deinen neuen Freund. Wie reagiert er? Also ich denke mal, dass er tierisch sauer sein wird. Ist klar, werden wir alle. Aber, aber weiter. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob er Schluss machen würde. Aber du siehst irgendwie eine Chance? Irgendwie sehe ich wohl so einen kleinen Funken Hoffnung, dass wenn ich ihm die Wahrheit sage, dass ich doch irgendwie, aber ich habe dann so eine tierische Angst, dass ich ihn verliere. Ja. Und das ist halt so mein Problem. Ja. Aber es wäre wirklich vielleicht der Kunstgriff, jetzt für dich auch aus der Situation herauszukommen. In dem Moment, wo du es sagst, kannst du nicht mehr zurück. Ne? Dann ist es raus. Dann liegt es auf dem Tisch. Und vielleicht bringt dich das auch aus diesem Ritual mit deinem besten Freund raus. Also ich finde es gut, wenn du dich das trauen würdest. Ja. Und wenn er dann auch noch so groß wäre und dir das vergibt, wäre es natürlich ganz toll. Ja, ich denke, ich mache es, weil ich fühle mich mittlerweile mit der ganzen Vergangenheit fühle ich mich so schlecht. Glaube ich. Mach mal rein Tisch. Mach mal Tabula Rasa jetzt. Selbst mit der großen Gefahr, dass vielleicht die Beziehung kaputt geht. Aber für dich selbst ist es ein guter Schritt, bin ich ganz sicher. Ganz sicher, Anna. Okay. Dann toi toi toi. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt mal diese Nummer. Elke ist hier. Elke ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Elke, du gehst bitte noch näher ans Telefon. Ich höre dich ganz entfernt nur. Besser so? Ja, viel besser. Um was geht's denn? Ja, also die Überschrift über mein Thema ist, ich hasse meine Kinder. Du hast deine Kinder? Ja, es ist also wirklich so weit, dass ich jetzt sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Wie alt sind deine Kinder? Also meine älteste Tochter wird 22, die mittlere ist 19. Wobei ich bei ihr noch so ein bisschen entschärfen muss, da sie sich also zurzeit sehr bemüht. Und mein jüngster Sohn ist 16, wird Ende des Monats 17. Warum hast du deine Kinder? Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, das ist ja schon ein dramatischer Ausdruck. Wenn man sagt, ich komme meinen Kindern nicht zurecht, aber zu sagen, ich hasse meine Kinder. Es ist mittlerweile so, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich selber komme aus einer Familie, mein Vater war Alkoholiker, sehr von Gewalt geprägt. Ich habe dann mit 18 sozusagen meine erste große Liebe geheiratet, unter sehr vielen Schwierigkeiten. Ein Nationalität spielt eigentlich keine Rolle, das hätte mir mit jedem anderen auch so passieren können. Also es war ein Türke, was ich hinterher erfahren hatte, mich sozusagen als Aufenthaltserlaubnis benutzt hat. Er war spiegelsüchtig. Ich habe dann, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war zum Beispiel, wollte er noch bis zum 5. Monat, dass ich es irgendwie schaffe, dieses Kind abzutreiben. Um sich ganz allein meine Arbeitskraft zu erhalten, würde ich mal sagen. So, also ich habe dieses Kind bekommen, ich habe auch ein zweites Kind bekommen. Von ihm? Von ihm, auch ein drittes Kind. Alle von ihm. Danach habe ich mich sterilisieren lassen, bin immer arbeiten gegangen. Nachts in Kneipen, auf Schützenfesten,
eben um meinen Kindern auch zu ermöglichen, dass sie diese Sachen wie, ich weiß nicht, was damals so in war, Power Rangers, Barbie-Puppen und so weiter, Klamotten hatten. Ich mach mal hier einen Schnitt. Ich habe jetzt verstanden, dass da sehr viele Schwierigkeiten früher waren. Genau, mein Mann hat die Kinder misshandelt, wenn ich nicht da war. Ja. Hat also seinen Frust an ihn ausgelassen, was ich sehr spät gemerkt habe, ganz allein durch diesen Stress. Die Kinder haben sich mir auch nicht anvertraut, aus welchen Gründen auch immer. Ich es mitbekommen habe, habe ich sofort den Schnitt gemacht, habe mich scheiden lassen. Mhm. Ich denke mal auch schon allein aus der Erfahrung, weil ich selber aus so einer... Heißt misshandelt... Er hat sie geschlagen. Es gab keinen sexuellen Missbrauch. Nein, er hat sie geschlagen. Er hat seinen ganzen Frust, weil er ja nun auf die Kinder aufpassen musste, wenn ich arbeiten war. Danach warst du dann alleinerziehende Mutter? Für ein halbes Jahr. Ja. Dann habe ich einen sehr lieben Mann kennengelernt, der mich mit meinen ganzen Problemen mit meinen Kindern voll akzeptiert hat und sich ab da wirklich ein Wolf gearbeitet hat, um uns durchzubringen. So, jetzt sage ich nochmal, wir machen mal einen Schnitt. Ich merke, dass das alles kompliziert war und sehr schwierig für dich. Ja. Noch erschließt sich mir daraus nicht, warum du deine Kinder hast und diesen Mann hast. Damals waren sie noch klein. Mhm. Also wir haben wirklich versucht, denen alles zu ermöglichen. Mhm. Die sind das erste Mal mit uns in Urlaub gefahren. Also all diese Sachen, die eigentlich ganz normal sind, haben die erst mit 10, 5 und 3 damals zu der Zeit, zu der Trennung kennengelernt. Also du warst ja mit diesem Mann zusammen, der nett ist. Sehr lieb, guter Mann. Warum hast du begonnen, deine Kinder irgendwann zu hassen? Ja, es ging los eigentlich mit der Großen, dass sie sich irgendwann hat überhaupt nichts mehr sagen lassen von uns. Ihr Ding gemacht hat, so mit 15 ging das los. Nächtelang in Diskotheken rumgetrieben. Wir haben sie aus ganz Deutschland aufgefischt, wenn sie irgendwie angerufen hat, ich bin da in Schwierigkeiten. Die Kleine hat nachgezogen, Drogen haben eine große Rolle gespielt bei den Kindern. Ich bin von einem Psychologen zum anderen gerannt mit denen, weil ich meine, mir war klar, dass sie ihre ganze frühe Kindheit aufarbeiten mussten. Das heißt, dieser Hass, ich benutze auch wirklich immer wieder dieses dramatische Wort, was du selbst gesagt hast, ist entstanden daraus, dass du es mit den Kindern so schwer hattest und immer noch hast. Also seit 2 Jahren ist es wirklich so massiv, dass wir permanent ausgenutzt werden, dass mein Sohn mich körperlich bedroht, wenn ich ihm zum Beispiel keine Zigarette gebe. Er hat jetzt die Schule geschmissen. Mhm. Und irgendwann habe ich einen Schnitt gemacht und habe gesagt, okay, wenn du nicht zur Schule gehst, bis mittags im Bett liegst, mein lieber Freund, dann such dir irgendwie einen Job, dass du Geld verdienst. Der Geldhahn ist zu. Du bist mit diesem netten Mann immer noch zusammen? Bin ich immer noch zusammen. Der eigentlich auch die Kinder gut behandelt hat? Sehr gut, ja. Die 22-Jährige, ist die aus dem Haus? Die ist aus dem Haus, aber nistet sich ja immer wieder ein. Ja, die 19-Jährige ist noch da und der 16-Jährige natürlich auch. Ja. Mhm. Hast du denn im Laufe der Jahre dir irgendwo mal versucht, professionelle Hilfe zu suchen? Ja, wie gesagt, ich bin zu Sozialpädagogen gewesen. Ich habe mir beim Jugendamt, mein Sohn war für ein Jahr in einem Internat, weil er nun auch hyperaktives Syndrom hatte, was sich in der Pubertät nicht gegeben hatte. Ne? Aber er hat immer noch diese Austicker. Mhm. Wenn es nicht nach seinem Weg geht, also das, was er fordert, wenn man versucht, irgendwie mal die Kandare anzuziehen. Ja. Ja, ich musste letztens sogar die Polizei rufen, weil er uns also wirklich massiv bedroht hat. Ja. Und gesagt hat, ja, zieh den Schlüssel lieber ab, sonst komme ich nachts und steche euch alle ab. Das heißt, die letzten Jahre im Prinzip waren sehr, sehr, sehr schwierige und schlimme Jahre für dich. Sehr schwer, sehr schlimm. Und da ist auch kein Funke mehr von Liebe zu den Kindern da? Schuldgefühl. Dass du dir denkst, ich bin daran schuld, dass sie so geworden sind. Ich bin daran schuld, ja. Mhm. Ich höre aus dem Bekanntenkreis und aus dem Verwandtenkreis, dass wir es eben zu gut gemeint haben. Mhm. Dass die Kinder keinen Respekt vor uns haben. Und jetzt ist die ganze Sache entglitten. Oder du hast das Gefühl, es ist einfach entglitten. Eskaliert. Ja. Es ist so, dass mein Mann und ich eben keine ruhige Minute haben, nicht mal abschalten können und uns nicht mal genießen können. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Die Kinder sind permanent da, fordern. Ja. Und wenn wir mal irgendwas möchten, ein Beispiel, ich hatte vor 10 Jahren Leukämie, was Gott sei Dank ausgeheilt wurde, weil es sehr frühzeitig erkannt wurde. Ich muss jetzt immer noch zu Untersuchungen, bin gesundheitlich sehr angeschlagen, habe also nur noch einen halben Magen. Und hier ist, ja,
hier passiert gar nichts. Hier wird mir nicht geholfen. Solange ich funktioniere, ist das in Ordnung. Wenn es so dramatisch ist, wieso kam nie die Entscheidung oder auch in der letzten Zeit nicht die Entscheidung, zu sagen, okay, dann trennen wir uns von den Kindern? Ja, war das dieses große Schuldgefühl da. Was passiert mit denen? Was, ich sehe meinen Sohn, also... Aber hat beispielsweise dein 16-jähriger Sohn es unter Umständen nicht besser in der Obhut eines Heims, im Rahmen eines betreuten Wohnens oder was auch immer, geht es ihm letztendlich dann nicht besser und es geht euch eben auch besser? Die Befürchtung, dass er da erst in die richtigen Kreise kommt. Ja, aber ist es immer noch dieses, ja, ich muss aufpassen, ich muss zusehen, dass aus meinen Kindern was wird. Ja, aber so wie du es mir jetzt geschildert hast, kann es ja eigentlich verfahrener gar nicht mehr sein. Eigentlich kann es gar nicht mehr schlimmer sein. Und wenn das schon bei der 22-Jährigen, die jetzt aus dem Haus ist, nicht geklappt hat und du das so schilderst, wie du es gerade geschildert hast, habe ich sehr wenig Hoffnung, dass du das jetzt in den letzten... Meine große Tochter hat Angstzustände, ist da auch in Therapie, aber sie hat eine eigene Wohnung, sie macht jetzt auch eine Ausbildung, aber sie ist also permanent hier und fordert auch. Ja, das habe ich verstanden. Deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe nicht die Hoffnung, dass du, dass ihr das bei dem Jungen in den nächsten ein, zwei Jahren noch hinbekommt. Deswegen fände ich diese andere Lösung, die Trennungslösung, wirklich für beide Seiten, soweit ich das jetzt von hier aus beurteilen kann, das ist natürlich jetzt vorsichtig, ich will vorsichtig sprechen, sicher eine klügere Lösung. Ich nehme auch deine Schuldgefühle ernst, aber damit, da muss man sich mit dir beschäftigen und du musst dir da jemanden suchen, um dieses zu thematisieren. So ist es ja ein sich drehen im Kreis, was ihr da macht. Und es ist eine Spirale sogar, dass es immer komplizierter und schlimmer wird, wenn du sagst, ich habe sogar körperliche Angst vor dem Jungen. Ja, berechtigt. Berechtigt, ja. Ja. Deswegen wäre so meine Grundhaltung Trennung von den Kindern, damit die Kinder zur Ruhe kommen. Ich glaube, die Gefahr ist nicht größer, wenn er in eine ordentliche Obhut kommt, dass er da in schlechte Kreise gerät, als er jetzt in schlechte Kreise gerät, durch die Situation, in der er jetzt lebt. Und vor allen Dingen ihr und du kämst auch etwas mal zur Ruhe. Ja, ich sehe die Kinder, ich sehe die Schwierigkeiten, die sie haben. Mein Sohn ist stark übergewichtig, geht nicht aus dem Haus. Na, das kommt ja noch dazu. Ich versuche jetzt für ihn eine Therapie zu kriegen, hat die Krankenkasse jetzt erstmal abgelehnt. Und dann sehe ich so für mich eigentlich, ja, ich muss das jetzt erstmal schaffen. Mein Mann spielt ja jetzt natürlich. Ich habe die Sorge. Ich habe die Sorge, wie du es gerade alles geschildert hast, dass du überfordert bist, dass du das nicht schaffen wirst. Dass du jetzt zwar so ein kleines bisschen irgendwie versuchst, was zu reparieren, aber das Große und Ganze ist nicht in Ordnung. Ich möchte jetzt einen Vorschlag machen. Da wir den Fall, der nun sehr komplex ist, und da stecken ja 20 Jahre Erfahrung jetzt hinter, was du erzählt hast, das können wir nicht in 10 Minuten hier im Fernsehen und im Radio besprechen. Nee, das glaube ich auch nicht. Meine Psychologin hat das Gespräch jetzt mitgehört, was wir beide geführt haben. Du hast jetzt wirklich Ruhe, mit meiner Psychologin, mit der Claudia, eingehend zu beraten, was zu tun ist. Und sie wird dir jetzt auch ihren Ratschlag sagen, was sie denkt, was man am allerbesten tun sollte. Meine intuitive Vorstellung wäre die Trennung. Aber ich bin gespannt, was Claudia dir gleich sagen wird. Dann legst du bitte auf und die Claudia ruft dich an. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute, Elke. Oh, danke. Auf Wiederhören. Ciao. Andreas, guten Morgen. 42. Ja, hier ist der Andreas. Ja, der Andreas. Hallo. Hallo. Andreas, um was geht's denn? Bei mir geht es ums Bettnässen. Ums Bettnässen? Das heißt, du bist Bettnässer? Ja, ich bin Bettnässer. Wie lange schon? Vom Prinzip her schon ewig. Eigentlich immer? Eigentlich immer, ja. Mhm. Bist du verheiratet? Verheiratet nicht, aber ich habe eine feste Partnerin seit über 7 Jahren jetzt schon. Mhm. Beschreib's mal ein bisschen eingehender, ausführlicher, wie was bei dir los ist, was passiert? Also, ich denke, dass das mit dem Tod von meinem Vater zusammenhängt. Der ist gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Ja. Und ich habe den eben tot im Bett gefunden, blau angelaufen, wie er so halt aussah. Du als kleiner Bengel? Ja. Was war mit dem Fall? War er eines natürlichen Todes gestorben oder hat er sich das Leben genommen? Nee, er ist einen natürlichen Tod gestorben. Ja, ja. Wie ich vor etlichen Jahren, vor 5-6 Jahren von meiner Mutter erfahren habe, kurz bevor sie gestorben ist, hat er wohl eine Lungenembolie gehabt. Ja, ja. Mhm. Das kann natürlich sein, dass das einen großen Schock ausgelöst hat, auch so ein kleines Kind. Mhm.
wenn es vor allen Dingen, wenn du sagst, seitdem ist das so? Na, ich sag ja mal so, bis zum fünften Lebensjahr, also bis zu diesem Ereignis halt, ist es so gewesen, dass es die Entwicklung ziemlich normal gewesen ist. Ja. Das heißt, das mit dem Bettnässen, das war ab und zu mal, also so als Unfälle, wenn man so nennen möchte. Ne? Hat denn deine Mutter, nachdem sie das dann bemerkt hat und du immer älter wurdest, warst du mit deiner Mutter bei Psychologen, bei Kinderpsychiatern oder? Ja, das schon. Ne? Hat aber alles nichts genutzt? Na, ich war da bei Kinderpsychiatern, war dann in einer stationären Psychiatrie. Mhm. Da war ich so 10, 11 Jahre alt. Mhm. Ne, zu der Zeit hatte ich vielleicht so 1, 2 Mal die Woche ins Bett gemacht. Mhm. Und aber in diesem, das war ein Schulhalbjahr, ne? Mhm. Und in diesem halben Jahr war das dann halt schlimmer geworden, dass es fast jede Nacht passiert ist, ne? Aber die Behandlung, die dann stattgefunden hat, hat nicht genutzt. Sie hat nicht diesen Erfolg gebracht, wie man das denkt. Wie sieht es denn nun heute aus? Passiert es jede Nacht, dass du ins Bett machst? Nein, nicht jede Nacht, aber es kommt drauf an, im Sommer ist es einmal die Woche ungefähr und im Winter, Herbst, Frühjahr kann es schon bis 3, 4 Mal die Woche passieren. Ja, und du kannst das vorher überhaupt nicht kalkulieren. Du kannst nicht sagen, heute könnte es passieren, ich bin in der Stimmung oder habe das und das getrunken. Das hat damit gar nichts zu tun. Nein, das hat damit nichts zu tun. Du weißt überhaupt nie, wann das passiert. Nein. Du hast da überhaupt keinen Überblick drüber. Nein, das nicht. Ich merke ja auch zum größten Teil gar nicht, wenn ich nachts mal aufs Klo muss, also das passiert dann einfach. Dann hast du dein Bett entsprechend hergerichtet mit Gummiunterlagen? Sicherlich habe ich da da gibt es so eine Spannbettlagen aus Plastik und die habe ich dann halt darunter und dann unterm Bettlagen noch so eine Saugunterlage, nenne ich das. Ja. Das macht es aber wahrscheinlich sehr kompliziert, dein Leben, wenn du mal in Urlaub fährst zum Beispiel. Ja, sicher. Naja, ich bin ja auch arbeitslos, also Urlaub kann ich mir nicht leisten. So ist sowieso nicht so ein Thema. Nein. Du sagst gerade, dass du seit 7 Jahren in einer Beziehung bist. Ja. Ist dir das peinlich, dass deine Freundin das dann ab und zu mitbekommt? Peinlich. Sie hat es von Anfang an gewusst. Ich habe ja da gleich immer mit offenen Karten gespielt. Mhm. Ne? Wohnt ihr auch zusammen? Ja, sicher. Ja. Wir wohnen in einer Wohnung. Mhm. Ja. Also das hat sie auch nicht verschreckt am Anfang, nachdem du das dann gesagt hast, ich bin Bettnässer. Nee, das war kein Thema. Also sie hat da kein Problem damit gehabt. Bis heute nicht? Bis heute nicht? Nee, bis heute nicht. Wenn es dann passiert ist in der Nacht, machst du das selber sauber oder macht deine Freundin das sauber? Nee, wenn das passiert, mache ich das selber. Mhm. Kann man da, ich frage dich jetzt, ich weiß es nicht, könnte man da nicht irgendwie vorbeugen, indem man so eine, es gibt ja Windeln für Erwachsene. Sicher gibt es das, aber wie gesagt, ich bin arbeitslos, habe Arbeitslosenhilfe und die Windeln, das kostet ja jetzt heutzutage alles Geld. Hast du recht, klar, das zahlt natürlich nicht die Krankenkasse, ne? Das zahlt nicht mehr die Krankenkasse, ich muss dieses 1 oder 2%, weiß ich jetzt nicht, noch nicht, müsste ich mich mal erkundigen, aber das muss ich ja zahlen und das geht auch ins Geld. Das ging sehr ins Geld, hast du recht, ja. Mhm. Du bist jetzt 42 Jahre alt und hast vorhin erzählt, dass du als Kind dann schon mal da in einer Behandlung warst, in einer Klinik. Hast du denn so in den letzten Jahren, jetzt als Erwachsener, auch nochmal versucht, eine Psychotherapie zu machen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen? Ja, ich bin ja auch in Behandlung beim Psychiater. Ah ja, zur Zeit. Ja, zur Zeit schon, ja. Aber diese Einnässhäufigkeit, das nimmt nicht ab. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Behandlung? Seit über 2 Jahren. Seit 2 Jahren schon. Und hat sich gar nichts verändert? Naja, es ist ein bisschen zurückgegangen, aber nicht viel. Würdest du sagen, dass das dein Leben sehr belastet? Oder würdest du sagen, irgendwie habe ich mich da schon dran gewöhnt und ich komme damit auch zurecht? Ja, belastet in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch die letzte Arbeitsstelle dadurch verloren habe. Warum? Weil ich dort, ich war außerhalb. Ich komme aus Sachsen, habe in Bayern gearbeitet und da habe ich dort halt ein paar Mal ins Bett gemacht und das hat den Leuten dort nicht gefallen. Ach so, wer hast denn nicht richtig vorgesorgt oder die haben es dann doch gesehen? Vorgesorgt, ich sag mal, das liegt ja nun schon über 4 Jahre zurück, knapp 4 Jahre
Und zu der Zeit war das nicht ganz so wild, da war das ein-, zweimal die Woche maximal und dann meistens am Wochenende. Das war aber dann auch eine ungünstige Verwicklung, dass du woanders hast schlafen musst. Ja, das war ein dummer Zufall, ja. Wenn du in deiner Wohnung schlafen müsstest, wird das dein Arbeitgeber ja nie mitbekommen. Genau. Ja. Hast du Hoffnung, dass du durch diese Behandlung doch noch irgendwie, dass du es vielleicht in den Griff bekommst und dass es sich beheben lässt, therapieren lässt? Beheben weiß ich nicht, aber zurückdrängen vielleicht schon. Ja. Ein bisschen. Ja. Ich würde es dir von Herzen wünschen, Andreas, vor allen Dingen nach diesen vielen Jahren. Ja, das glaube ich. Unsere Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte. Ja. Ne? Ich habe dich vorige Woche bei, was bin ich gesehen? Was bin ich genau, ja. Ja, und das, wo da kam, WDR, dort schnell, jetzt haben sie es gleich, aber die haben es ja noch nicht rausgekriegt. Ja, genau, so war's. Jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Jawohl. Alles Gute, Andreas. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war heute Nacht Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr, Rundfunk Berlin-Brandenburg mit den Nachrichten. Die Europäische Union will mit einem Sondertreffen der Innen- und Justizminister